Gelb-Weiß-Hamborn, Jeschelhütten-Mölln. Gelb-Weiß-Hamborn letzte Woche verloren. Jeschelhütten-Mölln hat seinen ersten Sieg geholt. Trotzdem glaube ich, dass Gelb-Weiß-Hamborn was gut machen möchte. Auch wenn ich das meinen Freunden aus Mölln das gönne, tippe ich auf ein 3:1 für Gelb-Weiß-Hamborn. TV Niesfeld 2, Union Hamborn. Da tippe ich auf ein 3:1 für TV Niesfeld. Ich denke, dass die sich viel, viel besser präsentieren möchten als im letzten Heimspiel gegen Jeschelhütten-Mölln. Und da denke ich schon, dass die Hieswälder technisch und taktisch auch viel besser sind. Deshalb tippe ich auf 3:1. Glückauf Mölln, Wacker Dienstlaken. Da tippe ich auf ein 4:0 für Glückauf Mölln. Ich glaube, oder ich, für mich ist Glückauf Mölln die spielerisch stärkste Mannschaft in der Liga. Da denke ich, dass die Dienstlakener keine Chance haben werden. Ja, meine Mannschaft Rot-Weiß-Loberg gegen DJK Villingen 2. Auch für uns wird es kein einfaches Spiel, da Villingen auch ihr letztes Spiel gewonnen hat und mit sehr viel Selbstvertrauen nach Loberg kommen wird. Aber wir wollen alle Spiele zu Hause gewinnen und ich schätze meine Mannschaft stark genug ein, das Spiel 2:0 zu gewinnen.